Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island. Wir begeben uns in 4-4 Big Puschels Festung. Oh nein, Big Puschel! Furchtbar, ne? Puschel, ein Name aus einem Horrorfilm. Da sind auch unsere Hundefreunde wieder, die aus dem Hintergrund nach vorne springen. Und einer der Hunde, der verfolgt uns jetzt gerade. Man hört es, man sieht es nicht. Ich werde es euch jetzt aber auch nicht zeigen, denn wenn der einen erwischt, dann ist man tot. Davon ist er aber! Eine Treppe durch sein Gesicht gezogen. Der ist jetzt ein bisschen traurig, der hat sich hier nämlich die Zähne angestoßen. Ach, armer kleiner Hund. Naja. Ob der hier einen Zahnarzt findet auf Yoshi's Island? Wahrscheinlich Kamek. Ich denke mal, Kamek ist hier gleichzeitig auch Zahnarzt. Der ist Magier und Zahnarzt. Er hat eine kleine Zahnarztpraxis hier auf Yoshi's Island. So. Ja, der Boss ist übrigens mega langweilig. Kann ich jetzt schon mal spoilern. Also der Boss hier aus dem Dungeon. Total langweilig. Aber der Dungeon an sich ist ganz interessant gestaltet. Denn es gibt hier 4 Wege. Ihr seht es ja auch schon. Und ja, hinter jedem dieser Wege kriegt man einen Schlüssel. Und wenn man alle 4 Schlüssel hat, dann kann man hier durch diese Tür durchgehen. Und dahinter ist noch eine Tür und immer so weiter. Und wenn man alle 4 Schlüssel eingesetzt hat, dann kommt man eben zum Boss. Und ja, wir fangen einfach mal hier unten links an. Das ist nämlich das schwierigste Gebiet. Für mich persönlich. So eine absolute Horrorstelle für mich. Unten Lava. Da kann ich einfach nicht richtig mit umgehen. Aber mit diesen Sachen hier, wo unten Lava ist oder wo diese blauen Stacheln auf dem Boden sind oder so, da habe ich immer Probleme mit. Von daher bringen wir es mal hinter uns. Man kann übrigens auch seinen Spielstand immer so ein bisschen zwischenspeichern hier in den Dungeon. Das ist auch ganz cool. Heißt, wenn wir jetzt hier den Schlüssel bekommen sollten, dann speichern wir gleich einmal am Mittelstäbchen. Und dann müssen wir zumindest dieses Segment hier nicht nochmal machen, wenn wir drauf gehen. Ich glaube, der schwierige Part fängt jetzt erst hier oben an. Genau. Ach, so eine blöde Sprunggeschichte. Jetzt konzentrieren. Ah, jetzt wird man von unten noch abgeballert. Ah, wobei? Wobei? Läuft. Oh, 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 ich hab's geschafft. Unbelievable. Ich bin auf der anderen Seite. Und wir haben alle Collectibles, inklusive Schlüssel. Ja, das ging ja. War gar nicht mal so schwer. Wie gerade eben angekündigt, trotzdem speichere ich jetzt mal eben. Denn ich weiß ganz genau, dass es mir normalerweise Probleme macht. Keine Ahnung, gehen wir einfach mal als nächstes hier unten rechts hin. Haben wir da so komische kleine Figürchen mit so Käppchen auf. Sehen so ein bisschen aus wie Playmobil-Männchen. Hey! Und so Kanonenkugel spuckende Scheigeist, die auch Namen haben, ich weiß, aber ich weiß die gerade mal wieder nicht. Kleiner Gastauftritt aus Super Mario Bros. 2, wenn ich mich recht erinnere. Was haben wir da unten? Der blaue Pfeil hat doch sicher irgendwas zu bedeuten. Wahrscheinlich sollen wir da nach unten gehen, ne? Ja, natürlich! Boah, was für eine Horrorstelle hier. Oh, mit einem Schuss die Blume noch erwischt. War doch gar nicht so übel. So, jetzt müssen wir nur noch nach oben kommen. Ich denke mal, da rechts geht es wahrscheinlich weiter. Oh, ja, okay. Rechts oder links die Tür? Nehmen wir erstmal die rechte. Schauen wir uns erstmal hinter der rechten Tür hier um. Ich glaube, da kommt man an so eine Walze. Genau! Da kriegen wir nämlich den Schlüssel. Frage ist, wartet da unten der Tod auf uns? Nee. Hey, ganz viele kleine Puschel. Hi. Bitte, töte uns nicht. Ah! FSK 18, Yoshi's Island. Jetzt kommt man hier unten wieder raus. Okay. Dann ist das hier wahrscheinlich der richtige Weg. Nee, auch nicht. Oder muss man da
oben rein? Oh, das weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr. Ah, das sieht richtig aus. Okay, sind wir wieder im Hauptgang. Jetzt machen wir einfach mal... Ach, wir speichern jetzt nochmal zwischen. Hier müsste nämlich auch nochmal so ein... Genau... Mittelstäbchen sein. Ich glaube, nach dem nächsten Raum gibt es keins. Wir setzen aber trotzdem mal den Schlüssel ein, damit wir wieder mehr Eier mit uns rumtragen können. Oder kann man schon zum Boss... Nee, genau. Also man muss auf jeden Fall alle Schlüssel haben dann doch. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob man vielleicht nur die Hälfte der Schlüssel sammeln muss oder ob man irgendwie einen auslassen kann oder so. Aber ich glaube, man muss doch tatsächlich dann alle sammeln. Also, nächster Gang, Blumentopf-Thema. Diese komischen kleinen Blumentopfwesen hier. Ah, jetzt hätte der mich fast erwischt. Manometer. Ich glaube, Collectible-technisch läuft es auch gerade mal wieder. Ihr merkt immer, wenn ich weniger rede, muss ich mich konzentrieren. Aber so einigermaßen... Was heißt einigermaßen? Ich kriege die Sprungpassagen hier eigentlich auch ganz vernünftig hin, würde ich sagen. Also weitaus besser als angenommen zumindest. Ja, und ein weiterer Schlüssel. Und nicht nur das. Auch alle Gegner besiegt und alle Collectibles gesammelt. Heißt, uns fehlt noch ein einziger Raum, beziehungsweise ein einziger Gang. Und zwar der hier oben rechts mit den blauen Stacheln. Aber es sieht schon aus wie so ein Horrorraum. Ist mit Sicherheit mega schwer. Ha, Pfeile nach oben. Ja, gehen wir mal nach oben. Ah, okay, hier kann man mit den Eiern genau diese komischen Wände kaputt machen. Unten sind wieder unsere kleinen Cameo-Charaktere. Die Eier prallen hier halt 100.000 Mal von der Wand ab. Den Dieb will ich einmal ganz kurz fertig machen. Genau, nicht, dass der mich irgendwie jetzt hier noch stört. War noch irgendwas? Nö. Ja, locker fluffig hier alles. Wie ein Meister. Ja. Hier sollen wir nach links gehen. Na gut, machen wir das einfach mal. Wir folgen einfach mal so ein bisschen dem Weg. Tja, ich bin mir jetzt gerade wirklich nicht so hundertprozentig sicher. Habe ich jetzt echt nirgendwo was vergessen? Boah, habe ich jetzt was vergessen oder nicht? Habe ich das Gefühl, wir haben gar nicht so viele Collectibles gesammelt. Doch, wir haben echt schon alle Blumen? Krass. Ich hätte gedacht, wir hätten weniger. Naja. Ich glaube, hier kriegen wir noch irgendwo welche. Genau, eine rote Münze zumindest. Und ein Schlüssel! Da ist der letzte Schlüssel. Nein, jetzt habe ich das Baby hier verloren. What? Glücklicherweise kann man die Kugelwillis hier einschnabulieren. Okay, eine rote Münze fehlt uns, glaube ich, noch. Also ich meine, wir hätten jetzt noch eine nicht gefunden bis jetzt. Naja, gehen wir erstmal weiter und vor allen Dingen schauen wir uns erstmal den Boss an. Ich glaube, man kriegt aber irgendwo auf dem Weg zum Boss tatsächlich noch eine rote Münze. Meine ich zumindest. Vor allen Dingen können wir jetzt hier auch einmal ganz kurz unsere Eier vielleicht noch ein bisschen auffüllen. Genau, an den Mini-Puscheln hier. Ah, das sieht doch... Aha! Nach roten Münzen aus. Also rote Münzen haben wir auch alle. Oh, hallo ihr Kleinen. Ich glaube, die Eier brauche ich hier sogar gar nicht. Naja, wir haben auf jeden Fall den Save Point erreicht. Wir haben alle Collectibles. Heißt, wir gehen zum langweiligsten Boss des Spiels. Du
kleiner Wichtbuschel wird dich plattstampfen. Du wirst danach aussehen, als ob dich eine Dampfwalze erwischt hätte. Ach, Kamek. Und ist auch der kleine Puschel, der verzaubert wird. Der jetzt etwas größer ist als zuvor. Und ja, den muss man einfach nur stampfen. Deswegen finde ich den auch so langweilig. Also mehr muss man hier tatsächlich nicht machen. Man muss den jetzt nur abstampfen. Beziehungsweise die kleinen kann man dann halt theoretisch mit Eiern zerschießen. Ja. Aber das war's. Also ich finde den Kampf wirklich mega unspektakulär. Ich glaube, wenn man jetzt nicht so super viel Pech hat oder so, dann wird man hier auch eigentlich nicht getroffen. Weiß nicht, kann man die mit Eier besiegen? Nee, man kann die durch die Gegend schmeißen. Na komm schon, lass die stampfen. Ja, und das war's. Also wie schon gesagt, eher irgendwie ein bisschen langweiliger Kampf. Habe ich mir jetzt auch nicht so wirklich Sorgen gemacht, dass ich hier nicht die 100% schaffe. Also ein weiterer Level, vollständig durchgespielt. Ein tolles Gefühl, wie jedes Mal. Und nach diesem Erfolg gehen wir natürlich direkt weiter zu 4-5. Rock'n'Roll. Ja, schauen wir uns einfach mal so ein bisschen hier um. Rock'n'Roll. Wir werden ja wahrscheinlich viel mit Steinen zu tun haben hier. Dies ist ein Big Chomp Stein. In diesem Level ist es ratsam, den Stein so weit wie möglich mitzurollen. Ja, dann rollen wir den nochmal so weit wie möglich mit. Da sage ich doch nicht nein. Ich glaube, man kann hier so ein bisschen was überspringen, theoretisch. Man hätte da über diese Markierung drüber fliegen können, glaube ich. Okay, da ist nichts versteckt. Ah, ich dachte, ich hätte den Stein verloren. Glücklicherweise nicht. Ein paar Sterne. Komm ich da jetzt nicht mehr hoch? Nein, ich wollte doch den Stein holen. Ach, Moment. Hier kommt man noch nach oben. Oh, ich habe gedacht, jetzt hätte ich den Stein jetzt echt nicht mehr. Das wäre ärgerlich gewesen. Ich glaube, es gibt auch irgendwas, was man nur mit dem Stein erreichen kann. Entweder man kommt nur mit dem Stein weiter oder man kriegt irgendein Collectible, nur wenn man den Stein dabei hat. Hier muss ich aber tatsächlich ein bisschen suchen. Hier bin ich auch nicht so ganz selbstsicher in dem Level. Hier weiß ich tatsächlich nicht hundertprozentig, wo alles ist. Da rechts haben wir auf jeden Fall eine Fragezeichenwolke. Moment, bevor ich den Stein jetzt hier runterkicke, aktiviere ich das mal. Damit er da vielleicht nicht in dieser Kuhle drin landet. Ich denke mal, das dürfte sinnvoll sein. Ja genau, da hätte ich mich ein bisschen ins Aus gespielt. Und wäre da vor allen Dingen nicht mehr an diese Sonnenblume hier oben dran gekommen. Die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle, da oben war doch vorhin so ein Gebiet, wo ich mich runterfallen lassen konnte. War da auch noch was versteckt? Genau, also hier an der Seite, ist da irgendwas? Oder wäre ich jetzt hier sowieso hingekommen? Verfolgen wir mal so ein bisschen den Panzer da unten. Ah! Also hier war zumindest eine rote Münze, glaube ich, die habe ich gerade gesehen. Von daher grundsätzlich nicht so verkehrt, dass wir hier unten waren. Hoffe jetzt einfach mal, dass wir jetzt nicht an noch irgendwas vorbeigelaufen sind oder so. Ansonsten müssen wir den Level halt nochmal spielen. Also wie schon gesagt, ich bin mir jetzt echt irgendwie bei dem Level nicht so ganz sicher, wo hier alles steckt. Naja. Thank you.
Hey, Moment, da ist ein Shy Guy mit einer roten Münze. Oh, da gibt's einen Trick bei dem Shy Guy. Das muss ich euch jetzt mal ganz kurz erzählen, wo ich den gerade sehe, den Shy Guy. Man kann die Münzen, die diese Shy Guys tragen, duplizieren. Und zwar, indem man einen Shy Guy futtert, beziehungsweise in den Mund nimmt. Dann fällt ja die rote Münze runter. Und dann kann man den Shy Guy aus dem Bildschirm rauskegeln. Man darf den aber nicht killen. Und wenn man dann zurückgeht in den Bildschirm, dann ist da wieder ein Shy Guy, wieder mit einer roten Münze. Und dann kann man halt, ja, theoretisch mehr rote Münzen bekommen. Ich kann das ja mal probieren. Wobei das jetzt nicht so leicht ist. Vor allen Dingen nicht, wenn man gerade sein Baby verloren hat. Moment, also. Shy Guy nehmen. Aus dem Bildschirm rauskegeln. Und jetzt müsste der eigentlich wieder respawnen. Ach, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie die Timer nicht richtig abgepasst. Aber jetzt habt ihr wenigstens gesehen, also so grundsätzlich kann man auf jeden Fall die roten Münzen damit duplizieren. Und ja, theoretisch muss man dann nicht alle roten Münzen sammeln, weil man eben an der Stelle dann schon ein paar mehr hat, als man ursprünglich haben sollte. Kein Must, aber durchaus mal ganz interessant. Habe ich mal bei irgendeinem Speedrun gesehen, also bei irgendeinem Speedrun-Wettbewerb hat das mal einer erklärt. Und das ist echt ganz cool. Allgemein gibt es in dem Spiel auch ein paar sehr, sehr interessante Speedrun-Techniken, Speedrun-Routen. Ich glaube, ich hatte irgendwann schon mal auch eine Kleinigkeit dazu erklärt. Und das ist eben nur eine davon. Jetzt müssen wir natürlich eben die rote... Ach, nicht die rote Münze, die Blume da oben will ich haben. Wir müssen den Stein mal einmal ein bisschen zurückrollen. Da kommst du jetzt mal mit. Man muss den Stein nur ein bisschen vorsichtiger rollen, damit er auch an der richtigen Stelle hier liegen bleibt. Na komm schon. Ah, schau mal einer an. Also, weitere rote Münzen. Und eine weitere Blume vor allen Dingen. Weiß nicht, gab es bei dem... Gab es hier links auch noch irgendwas Verstecktes? Nö. Boah, das ist aber auch ein langer Level irgendwie. Alleine durch die Tatsache, dass ich so viel rumsuchen muss. Ich denke mal, hier sollte ich den Stein wahrscheinlich mit auf die andere Seite nehmen. Ich mach's einfach mal. Ja, genau, ich weiß es wieder. Okay. Auf der anderen Seite kommt man nämlich in irgendein Geheimgebiet, nur wenn man den Stein dabei hat. Also, jetzt rollen! Ja, genau, und zwar da oben in dem Bereich. Das heißt Geheimgebiet. Ich glaube, hier geht's sogar weiter. Kann das sein? Ach, hier geht's sogar weiter. Ja, dann ist das wirklich jetzt... Dann ist das tatsächlich nicht ganz so geheim, wie ich dachte. Habe ich falsch in Erinnerung gehabt. Boah, gibt's hier noch irgendwas? Rote Münzen wieder. An der Seite habe ich sie schon gesehen. Ansonsten rollen wir einfach mal mit unserem Kuppelstein noch ein bisschen rum. Aha! Ach, da war eine Blume. Ah, deswegen. Dann ist das hier, Moment, dann ist es aber doch ein Secret-Bereich. Normalerweise würde man an diese Blume nicht rankommen, wahrscheinlich. Wenn man den Weg unten lang gegangen wäre, dann wären wir wahrscheinlich hier durch diese Tür rausgekommen. Rate ich jetzt einfach mal. Puh, ich habe aber alles ganz gut abgesucht. Also grundsätzlich habe ich jetzt nicht das Gefühl, irgendwie wir hätten was vergessen. Muss jetzt nichts heißen, kann natürlich trotzdem sein, dass wir was vergessen haben, aber... Schauen wir erst einmal weiter. Da oben sind auf jeden Fall noch rote Münzen. Wie sieht's denn aus? Eine Blume und 7 rote Münzen fehlen uns noch. Okay, 5 rote Münzen. Aha, okay. Ach, Moment, also den Stein muss ich ja wahrscheinlich an die Seite rollen, damit ich da hochkomme. Kann das sein? Ja. Heißt irgendwie... Ach, Moment, hier kann man stampfen. Diese Plattform, die kann man nämlich klein stampfen. Genau. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie wir an die Sachen hier drankommen. Das heißt, wir haben alle roten Münzen.
Sternchen. Was ist hier mit der Röhre? Och, ein Geheimraum noch. Ah, eine Blume. Tja. Wahrscheinlich muss ich jetzt genau so springen, dass er mich damit abwirft. Ja! Hey, jetzt haben wir auch die Blume auch noch. Mann, das läuft echt besser als gedacht. Mal wieder, wie jedes Mal eigentlich. Ich sag das so oft, dass es besser läuft als gedacht. Ja, unsere Sterne füllen wir jetzt einfach mal auf. Springen hier durch und wir haben heute in diesem Part mal wieder 2 Level mehr als erfolgreich abgeschlossen. Yay! Ach, dieses Gefühl des Erfolges. Das heißt, im nächsten Part schauen wir uns 4-6 an und ja, gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Huxel. Ciao.